Gute Punkte, aber Essen mit wenig Salz schmeckt nicht so sehr. Gut, je nachdem, wie viel Salz man normalerweise verwenden würde. Und was ist hier so los? Meine armen Füße. Bin zu viel gelaufen. Vielleicht ein bisschen mal hochlegen oder hinsetzen. Riecht nach Eintopf. Gutes Näschen. Ich hab Hunger. Wie überraschend. Komm. Das sind Riesentöpfe. Okay, dann müssen wir vorne weitergehen. Vielleicht dürfen wir mit essen. Zumindest ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, wie oft wir bisher auf unserer Reise gegessen haben. Ich meine, in dem Haus haben wir garantiert gegessen. Und ganz am Anfang, aber zwischendurch haben wir wirklich sehr wenig zu uns genommen. Zumindest sah es nicht aus, als ob wir mehr zu uns genommen hätten. Hallo. Vielleicht könnte Hugo mit den Kindern ein bisschen spielen gleich, wenn wir reden. Einfach, um sich mal für eine Sekunde wie ein Kind zu fühlen. Ist das da hinten Perö? Ja. Wartet, bis er fertig ist. Oh, Verzeihung. Wir warten hier. Vielen Dank. Mein Herr, ich suche deine Nähe. Beschütze diese demütigen Pilger, die sich in dunklen Zeiten nach Barmherzigkeit sehnen, auf ihrer heiligen Reise. Und empfange die Gebete der Bedürftigsten. Amen. 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 Ihr könnt jetzt zu ihm. Danke. Amen. Ha? Amen heißt nicht Danke, weißt du? Ah, reden wir mit ihm. Dachte wirklich, Amen heißt Danke? Das ist nicht dasselbe. Zu Peru. Peru? Wie hieß du? Hallo. Oh, hallo. Und willkommen. Ihr seid neu hier. Ja, und anscheinend haben wir uns etwas verlaufen. Und wohin wollt ihr? Ich schätze mal nicht nach Rom. Nein, wir suchen nach einer Insel. Sie hat zwei Zähne und da ist ein Vogel und ein See und da sind Blumen. Es ist wahrscheinlich eine Insel mit zwei großen Bergen. Man sagte, ihr könntet uns helfen. Aus dem Stand nicht. Aber ich habe irgendwo eine Karte des Mittelmeers. Wollt ihr sie sehen? Oh, bitte, ja. Ja, danke. Das wäre perfekt. Ihr Leute. Das wäre wirklich perfekt. Oh nein, nicht die... Oh nein. Nicht Wartet die hier. Söldner. Wir suchen einen Jungen und ein Mädchen. Das Mädchen hat Soldaten getötet. Sie ist bewaffnet und gefährlich. Oh Gott, bitte verrate uns nicht. Von Graf Viktor von Arl durchsuchen wir dieses Lager. Ich erkenne einen schuldigen Blick. Bitte verrate uns nicht. Aber was du auch getan hast, du bist immer noch ein Kind. Gott sei Dank. Dankeschön. Kommt mit mir. Gott, was wäre nur passiert, wenn wir ein Erwachsener gewesen wären? Gott sei Dank hilft er uns. Wir müssen euch aus dem Lager schaffen. Folgt mir und bleibt unauffällig. Was ist hier los? Aus dem Weg! Zelte räumen! Sie suchen nach jemandem. Kooperiert und niemand wird verletzt. Das war's wohl mit ein bisschen Eintopf für uns. Tut uns nicht weh. Wir haben nichts Irgendwelche getan. Neuen Pilger? Eindringlinge? Hier kommen jeden Tag neue Leute an. Werden sie uns verraten? Nein, aber ich hoffe, ihr tut Buße. Das tun wir. Ich versuch's. Wir alle müssen uns dem Urteil stellen. Wir hatten gute Gründe, sie zu töten. Langsam, da sind noch mehr. Es sollte vielleicht irgendwie ein bisschen fehlen. Ein Mädchen und ein kleiner Junge. Ich bin mir nicht sicher. Wir sind so viele. Dann denk nach. Hey, vorsichtig! Ich bin froh, dass wirklich niemand uns einfach sagt, oh, guck mal, da sind sie doch. Versteckt euch unter dem Karren. Ich kümmere mich um sie. Danke sehr. Komm, Amicia. Ich weiß. Psst. Entschuldigung. Ja, was ist? Habt ihr die Gruppe dort schon überprüft? Einige haben sich erst vor kurzem angeschlossen. Sie sehen zwar nicht verdächtig aus, aber wer weiß. Besser als nichts. Werfen wir einen Blick drauf. Ihr habt ihn gehört. Aufpassen und Augen offen halten. Können wir jetzt Gute Idee. Gehen wir jetzt, Amicia? Ja. Noch nicht. Warte auf sein Zeichen. Oh, okay. Hey, ihr da. Ich? Wie lange seid ihr schon in diesem Pilgerzug? Der Weg ist frei. Kommt. Ruhig. Gehen wir. Auf der anderen Seite des Pferdegeheges führt ein Pfad zum Meer. Habt unendlich Dank. Wirklich. Danke. Vielen Dank. Seid vorsichtig. Ihr auch. Ich hoffe, wegen uns bekommt hier niemand ein Problem. Ich hoffe, die Soldaten tun ihnen nichts. Sie werden niemandem etwas tun, wenn sie uns nicht finden. Entfernen wir uns, soweit es geht. Das stimmt. Wenn sie uns finden, dann brennen sie wahrscheinlich das ganze Dorf hier ab. Weil sie denken, die haben uns versteckt. Einige Leute haben gerade einen Jungen und ein Mädchen im Lager erblickt. Was? Sucht sie! Oh nein! Schnell! Können wir spinnen? Oh, die haben uns entdeckt. Lauf, Hugo, geradeaus. Was, wieso? Wir wurden doch verraten. Oh mein Gott, lass mich los!
Nimm ihm ins Gesicht. Oh mein Gott. Au. Oh, Hugo, bist du okay? Weil wir schon solche Schmerzen haben. Und wir mit unserer Kopf. Mit unserer Kopfwunde. Oh, es blutet schon wieder. Ja, ja. Mir ist schwindelig. Deine Hand. Ich habe nicht das Gefühl, dass Amicia das überleben wird, diese Reise. Und wir bluten auch schon wieder, das ist nicht gut. Ja, wir müssen weiter. Aber wir können... Wo sind wir? In einem Steinbruch. Da sollen wir rein? Es ist so dunkel. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich würde da gerne hoch, aber... Gehen wir rein. Wo wir sind sie? Im Freien. Weiß nicht. Nimm meine Hand. Du hast Soldaten getötet? Ja, ich habe mich verloren. Hast du mir nicht erzählt? Aus Scham. Bleiben wir bei der Sache. Ich verstehe das nicht. Die sehen die ganze Zeit nonstop, wie wir Leute töten. Wieso ist das jetzt ein Problem? Kannst du da durchgehen? Kümmer dich drum, Hugo. Wir töten die ganze Zeit Leute, während uns zugesehen wird dabei. Und jedes Mal fragt uns jemand, du hast einen Soldaten getötet? Oh, was ein Schreck. Wie kannst du nur? Offen. Gut gemacht. Jetzt weiter schnell. Sind das die Soldaten aus der Stadt? Ja. Aber sie waren nett. Sie wirkten nett, sind sie aber nicht, glaub mir. Aber es macht keinen Sinn, dass sie uns bis hierhin verfolgen würden. Nur weil wir einen Soldaten getötet haben. Ich meine, da ist natürlich noch mehr dazu, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Ich finde das ist lächerlich, auch wie schnell sie hinterherkommen. Und sofort wussten, wo wir sind. Egal, wo wir hingehen. Hinterlassen wir irgendwelche Zeichen? Rotkrumm oder was? Sind wir bei Hänsel und Gretel angekommen? Langsam habe ich nämlich das Gefühl. Oh, da ist noch eine Kiste. Und wir bekommen sehr viele Gegenstände. Das heißt nichts Gutes. Dein Kopf. Ich weiß. Aber wir müssen weiter. Mach dir keine Sorgen. Wir tragen das so viel mit uns rum. Hätten wir das nicht mit Alkohol ein bisschen desinfizieren können? Wir haben ja nur Wasser benutzt, oder? Obwohl, ich weiß nicht. Jetzt mittlerweile mit Alkohol direkt draufkippen. Ich weiß gar nicht, wie gut das ist. Warte, Amicia. Eigentlich sollte man ja desinfizieren. Ich höre nichts. Ich bin aber kein Profi mit Mundreinigung. Ich spüre es. Es sind voll die Ratten. Ich versuche mehr zu spüren. Willst du das wirklich tun? Ja, keine Sorge. Gut, sei vorsichtig. Okay, halte Q gedrückt, um eine Verbindung zwischen Hugo und den Ratten herzustellen. Echo nennt man das auch. Ja, ich sehe sie. Sie sind hier. Soldaten. Moment. Wie? Die Ratten. Sie spüren das Blut der Menschen. Ich jetzt auch. Es ist wie ein Geräusch. Ein Echo. Ist das auch überhaupt nicht verstörend oder so? Sie kommen. Wenn du willst, mach ich's nochmal. Schon gut. Gehen wir vorsichtig. Augen offen halten! Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück! Ich glaube, wir gehen hier lang. Wo sind die Arbeiter? Die Mine ist gar nicht verlassen, oder? Nun, Topf. Eine Tür da oben. Du solltest eher Schiss vor dem Hauptmann haben. Das Mädchen hat ihn wütender gemacht als 1000 Engländer. Wieso? Wir sind doch nur ein kleines Mädchen. Oh, ich hab nicht getroffen. Waren die ganz sicher. Komm mal hier lang, schnell, schnell, schnell. Könnte sein, dass wir... Oh, da kommt noch jemand. Ich wollte gerade sagen, wir könnten aber durchlaufen, aber da... Oh, und du bleibst jetzt da stehen. Musst du da jetzt stehen bleiben? Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Bitte geh. Ich finde euch. Oh, und der kommt natürlich wieder zurück. Warum musste der andere genau dann da stehen bleiben, wenn wir da durch wollten? Ich bin kein Fan davon. Was? Ihr Schafsköpfe, jetzt weiß ich, wo ihr seid. Nein, 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 nein. Okay, wir wurden gesehen. Wir wurden gesehen, wir wurden gesehen. Komm ich hier rein, bevor uns jemand... Nein, ich kann nicht rein. Ich glaube, jetzt müssen wir wiederholen, denn ich glaube nicht, da kann ich was gegen machen. Oh, und immer wieder auf den Schädel. Ich habe kein Messer mehr. Kann ich hinten durch? Ich komme da nicht durch. Das war's. Da konnte ich jetzt nicht mehr tun. Okay, nochmal ein bisschen vorsichtiger. Sie sitzen in der Falle und können nicht zurück. Wo sind
die Arbeiter. Was ist das? Das war nicht gut. Bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her. Seltsam. Danke. Wir gehen diesmal hier lang. Wir können wieder unterkriechen. Wo gehst du hin? Ist die Frage. Gehst du wieder zurück oder gehst du nach vorne? Er geht nach vorne. Und dann um die Ecke. Okay. Und wo jetzt? Bitte komm nicht in unsere Ecke. Und er macht genau das, worum ich ihm gerade gebeten habe, es nicht zu tun. Solange von vorne niemand kommt, haben wir kein Problem. Da war aber gerade irgendwas. Zu viele verborgene Ecken. Wir können das Rattenecho verwenden. Nee, alles gut. Noch kommen wir klar. Da ist sogar eine Kiste. Oh mein Gott. Das war absolut... Nevermind, wir kommen nicht klar. Jetzt könnten wir es aber mit der Tür schaffen, je nachdem, wie schnell die sind. Eine Tür da oben. Und? Ja, ja, wir schaffen es. Mir geht's gut. Oh, wir haben tatsächlich die Tür geschafft. Oh mein Gott, das war so knapp. Nein, noch sind sie. Das war wirklich sehr knapp. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr. Ich dachte, wir könnten einfach loslaufen. Oh Gott, da ist noch jemand. Du machst das gut. Bitte dreh dich nicht um. Genau, guck diese Ecke an, wo du glaubst, dass wir da waren. Ihr könnt nicht weit sein. Kommt schon raus. Bitte lass uns in Ruhe. Kommt daher? Kann ich die Truhe öffnen? Ah, nein, hör auf, kurz öffnen. Bitte hör auf. Es hat doch noch geklappt. Okay. So, ich hab sie! Kommt hierher! Wir wurden entdeckt! Dieser Mann. Können wir hier unterbleiben? Der wird uns entdecken, oder? Mann, lasst uns doch alle in Ruhe. Was ist denn das die ganze Zeit? So viele Ecken. Wo ist die Tür? Können wir jetzt hier bleiben? Hilft das? Das hat funktioniert? Ich meine, dumme Wachen muss man haben. Wow, es hat tatsächlich funktioniert. Ich fasse es nicht. Gott sei Dank. Ich hätte nicht nochmal von vorne anfangen wollen. Das sind bestimmt die. Ja. Oh. Da lang. Wo da? Lass sie nicht entkommen. Was ist jetzt, Amicia? Wir machen das. Sie haben uns gesehen. Ich weiß, dass ihr dahinter seid. Was jetzt wollt ihr nie machen? Wollt ihr anzünden? Ich hab sie! Sie haben uns erwischt! Okay, so geht's auch. Eine Falltür. Ja, das ist unser Flucht. Immerhin, wir haben es geschafft. Das ist alles erzählt. Egal, was wir dafür tun mussten. Oh mein Gott, Amicia, bitte, durchhalten. Amicia, oh, lass mich. Atmen. Wir sollten warten, Amicia. Du hältst Nein, das aus, okay? Uns. Wir müssen das Gebäude erreichen. Ist es eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Ich glaube, das hier sieht alles wie ein großes Schlachtfeld. Oh ja, genau das meinte ich. Sie geben nicht auf. Was hätte ich Hexe genannt? Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Sag mal, sehen wir ein bisschen verschwommener oder ist das einfach nur das Licht gerade? Okay, dreh dich bitte um, Helmmann. Damit wir weg können. Bitte. Ich will diesen Topf haben, den ich da sehe. Töpfe bekommen wir nicht so viele. Okay, das könnte unsere Chance sein. Wir gehen. Wir holen uns den Topf. Und wir müssen den Typen da oben ausschalten. Weg frei. Sei vorsichtig. Du bist müde.
müde. Keine Sorge. Was meinst du, warum liegt der da? Du kommst jetzt nicht ernsthaft wieder und sagst, er ist gestorben. Oh nein. Das ist nicht gut. Da sieht, dass er tot ist. Kann ich irgendwas werfen, um abzulenken? Steh auf! Da. Woher kommt dieses Geräusch? Oh mein Gott. Was bewegt sich da? Bitte lass mich in Ruhe. Genauer ansehen. Da hat sich... Nein, nein, nein! Da! Eindringlinge! Ich komme hier nicht runter. Oh, oh Gott. Ja. Wir müssen kontern irgendwie. Ja, das hat nicht funktioniert. Warum musste der unbedingt hierher kommen? Warum ist denn die Leiche nach unten gefallen? Hätte sie nicht umliegen bleiben können? Wie ist die überhaupt gefallen, dass sie nach unten fällt? Ich habe doch von hinten nach vorne geschossen, hätte vorne umfallen sollen. Ich weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Wir geben uns mal einen besseren Start. Sie geben nicht auf. Oh, das sind Schlechter. Hast du in der Roten Stadt viele getötet? Mehr als ich sollte. Ja, es waren sehr, sehr viele, die wir getötet haben. Sehr viele. Aber sie haben es alle verdient. Wir haben dich einfach getötet, weil wir ein Monster sind. So, du musst weggehen, damit ich da lang kann. Wir könnten den Berg da hochgehen. Das wäre vielleicht am sichersten, um zu gucken. Aber da hinten oben ist auch jemand. Das kann also zum Problem werden. Rechts unten lang sieht auch sehr sicher aus. Da haben wir viele Büsche. Aber da ist eine Truhe. Solange du dich nicht umdrehst, geht's uns gut. Solange du dich nicht umdrehst, geht's uns los, gut. Hoch da! Ich versuch's! Was? Wir waren so langsam, ich fass es nicht. Sie kommen! Wieso waren wir so langsam? Schnell! Schnapp doch die Eindringlinge! Wieso? Nein. Kannst du das Kind denn nicht einfach hochwerfen? Dann hätten wir das doch da hochgeschafft, oder? Ja? Bitte. Anstatt so ewig zu brauchen, um da hochzukriechen. Dann gehen wir dahin. Kann sein, dass er uns von der Seite gleich ein bisschen sieht. Oh nein, tut er nicht. Wir schaffen es. Das war's mit dem Loot, den holen wir uns nicht. Und du erholst dich. Mein Gott, diese Leute nerven. Der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Wir sind kein Abschaum. Ich hab nicht getroffen. Oh Mann. Die Kiste ist hier, da muss ich danach sowieso wieder runter. Einfach wieder nach vorne. Wenn er nach vorne kommt, können wir sowieso nicht gehen. Er sieht uns von weitem. Da kommt richtig um beide drin. Wir sind fest da, Amicia. Ja. Haben wir die Kiste? Danke, dass du mir geholfen hast, die aufzumachen. Können wir hier irgendwie runterspringen? Nur hier? Okay. Das ist okay. Hauptsache, wir können runter. Da ist noch ein Pfeil, den wir uns holen sollten. Ich weiß immer noch nicht, wie der oben nicht getroffen hat, der Pfeil. Er hätte treffen sollen. Wer vorbeigeht und der sich umdreht. Ganz kurz warten. Eventuell jetzt. Können wir dahinter gehen? Kann ich dahinter? Ich weiß nicht, wie lange der... Was ist das? Ich bin im Matsch! Oh mein Gott. Ich habe nicht gesehen, dass hier Matsch... Warum ist er denn... Bitte nicht. Oh, Mann. Verdammt. Warum ist da Matsch? Ganz ehrlich. Ah, dieses Spiel frustriert mich sehr ab und zu. Und zwar sehr, 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 sehr. Verdammter Matsch auf dem Boden. Hey, komm mit hoch. Wehe, wir brauchen lange.
Wir brauchen lange, der guckt schon wieder. Bitte, bitte, bitte. Oh, du nervst mich. Wir hätten ihn direkt umbringen sollen.